hoffnungslos. Ich würde sagen, gegenüber dem Baum ein richtiges Verbrechen. Mit gutem Werkzeug ist der Arbeit nur halb so schlimm. Der Rintaler Föhnblasen bin natürlich wieder fast weg. Herrgott, noch einmal, wir könnten verzweifeln, Kopf und Stutz. Aber ein richtiger Chirurg läuft nicht weg vom Tisch. Er macht, bis er fertig ist. Man muss sich vorstellen, wo die Eichen angefangen hat zu wachsen, war der Mozart noch nicht geboren. Und in Holland hat der Rembrandt seine Bilder gemalt. Etwa im Jahr 1640. Man sieht, der Baum hat hier in seiner Note einen Kallus gebildet, zur Heilung, aber da ist natürlich keine Lösung, wenn ein Seil dermaßen fest in sich verbunden ist. Die 370 Jahre alte Eiche ist richtig von dem Seil stranguliert worden und sie wäre an dem zugrunde gegangen. Zuerst versuche ich es mit der primitiven Technik, in der Hoffnung, ich bringe das Seil ohne den Baum zu verletzen, raus. Also, wenn ich festgestellt habe, diese Methode geht nicht. Der Baum hebt sein zu fest. Ja gut, dann greife ich zum Stechbüttel und nach alter Handwerkermethode versuche ich das Seil raus zu operieren. Man sieht, was für Spuren das Seil im Inneren vom Fleisch hinterlassen hat. Eine gute Wundversorgung ist nicht nur bei uns,
sondern auch bei einem Baum sehr wichtig, denn auch ein Baum ist ja ein Lebewesen. Ich werde in einer Woche den Anstrich mit dem Baumbalsam wiederholen, damit sicher die Wunde richtig gepflegt ist. Also einen Unfall können wir jetzt gerne nicht brauchen. Aber keinen auch im 70. Lebensjahr ist nicht so gut, weil auch einem 70-Jährigen tut es weh, wenn er den Felsen abtrollt. Also, es hat noch ein paar Äste gehabt, wo sich der Peter hat können heben. Die Wunden ist gereinigt und gepflegt. Jetzt noch ein bisschen warten eichen und dann bist du wieder gesund. Es soll eine Lehre sein für alle, die den Film sehen. Auch ein Baum ist ein Lebewesen und muss mit Respekt behandelt werden.